Hallo zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Montag und ja, wir wollen heute weihnachtlich dekorieren. Wir haben es jetzt gestern am Sonntag leider nicht geschafft, weil wir waren im Kino in dem Film Grinch. Und deswegen haben wir das dann gestern nicht geschafft, weil ja, in der Früh hatte ich dann keinen Bock, mich abzuhetzen. Und wir sind um 15 Uhr dorthin gegangen. Das heißt, bis wir uns fertig gemacht haben, bis wir losgefahren sind und. Haben wir es gestern immer geschafft und deswegen wollen wir es heute machen. Der Philipp ist jetzt noch im Kindergarten. Es ist jetzt 12 Uhr und ich habe mir überlegt, ich schmücke jetzt noch nicht, nur eine Sache mache ich und zwar befülle ich seinen Adventskalender selber, weil da kann er ja logischerweise nicht mehr dabei sein. Und ich habe auch schon die Weihnachtskisten hier oben. Hier unten ist mein künstlicher Weihnachtsbaum. Und hier oben ist das Dekozeug drin. Und da war auch der Adventskalender. Ich setze mich mal hin. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich stelle euch mal kurz dahin. Klappt das? Oh, das... Nee. Das sieht man die ganzen Kuscheltiere liegen. Den Adventskalender hat meine Mama selber gemacht. Die hat da 24 kleine Strümpfe gestrickt mit hier oben so Flauschi dran. Und ich habe dann beim DM mal so Zahlen gekauft. Die habe ich mit Heißkleber drauf gemacht. Meine Mama sagt, es kann sein, dass einer fehlt, weil sie bildet sich ein. Ich habe ihr mal einen gegeben, weil sie da was gucken wollte. Aber schaut euch das mal an. Das muss ich jetzt entwirren und... Ja, ich hoffe, das klappt. Hier fallen auch schon zwei Socken ab. Die 1, wobei das eher aussieht, als wäre das mal eine 1 mit einer Zahl gewesen. Und die 15. Und dann will ich das an die Wand hinhängen. Und ja, ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil ich die Löcher hier immer noch nicht zugemacht habe. Wo ist es denn? Ihr seht es ja da, ne? Und da. Das habe ich irgendwie verpeilt, weil ich auch noch keinen Putz da habe. Und... Ja, jetzt überlege ich, ob ich es da so hinhänge, dass man es nicht mehr sieht. Ja, und ich kann euch ja mal noch kurz zeigen, was in den Adventskalender reinkommt. Und zwar habe ich das alles in so einer Kiste hier versteckt. Das habe ich schon gekauft. Ich hoffe, es fehlt nichts und ich habe mich nicht verzählt. Aber der Philipp hat sich einen Rotbäckchensaft-Adventskalender gewünscht. Den gibt es ja fertig beim DM zu kaufen für 25 Euro. Und... Ja, da sind dann 24 Fläschchen drin und ich kaufe ja oft die kleinen Fläschchen und deswegen weiß ich, dass halt ein Fläschchen 95 Cent kostet. Und dann habe ich mir das so durchgerechnet, wenn ich 24 Flaschen selber kaufe, komme ich günstiger davon. Und außerdem bin ich so variabler und genau. Deswegen habe ich halt den Philipp gefragt, ob ich ihm seinen Kalender dieses Jahr wieder selber befüllen darf mit den Zöckchen hier halt. Und er hat gesagt, ja. Aber er will Rotbäckchensaft da mit rein. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal Rotbäckchensaft und ein bisschen andere Sachen. Und da freut er sich schon voll drauf. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich da rein tue. Und zwar habe ich einfach mal Schokobons gekauft. Und so Stiel-Nikoläuse. Genau. Dann habe ich 4 Ü-Eier gekauft. Ich dachte halt mal, so zwischendrin ein Ü-Ei und vielleicht nur so ein Stielteil hier. Und dann habe ich, glaube ich, 10 Flaschen Rotbäckchensaft gekauft in den verschiedensten Farben. In Blau, in Grün und in Rot. Genau. Ich habe nur Angst, wenn... Oh, nee, nee, die passen gar nicht rein. Oh Mann, die gucken alle raus. Wenn ich es andersrum reintue, habe ich Angst, dass die Socke dadurch kaputt geht. Wir probieren es halt mal. Aber er weiß es ja eigentlich. Aber so wird es passen. Ja, das habe ich schon fast befürchtet, aber was soll's. Auf jeden Fall habe ich davon, glaube ich, 10 Flaschen. Und ob das dann auch an der Wand hält, ne, dass das dann zu schwer wird und sich runterzieht, davor habe ich ja wegen Angst, weil es sind halt echt 10 Flaschen. Genau. Dann habe ich noch gekauft was von Tindy. Das ist so eine Blubberrakete hier. Und eine Badefarbe in Rot, weil er letztens gesagt hat, Mama, ich habe gar kein Rot mehr. Und dann dachte ich mir, kaufe ich Rot. Dann habe ich ihn so Bonbons gekauft. Ja, sowas mag er immer voll gern. Deswegen habe ich mir gedacht, so eine kleine Dose Bonbons. Da kann man ja zum Beispiel Bonbons und ein paar Schokobons mit dazu oder so. Dachte ich halt, dann einen Milka-Schneemann. Von Tindy habe ich hier nochmal sowas, so Badedinger. Und jetzt kommen zwei Spielsachen. Das eine ist von Lego.
Und zwar so ein Zug. Den habe ich durch Zufall im Müller entdeckt. Und dann dachte ich mir, irgendwie finde ich, passt der zu Weihnachten. Wenn ich den vielleicht so kurz vor Weihnachten reintue, so um den 17., 18. herum, dachte ich halt, ja, fand ich irgendwie cool. Und eine große Sache für Nikolaus, für den 6. Dezember, und zwar eine Schleichfigur. Der Philipp liebt diese Eltrador-Schleichfiguren. Ja, und er hat jetzt schon dieses Steinteil und das Feuerteil. Und er sagt die ganze Zeit, ihm fehlt das Eisteil. Und ja, ich weiß, das ist, hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt immer sicher. Und es ist eigentlich viel Geld für einen Adventskalender. Aber dafür, finde ich, hält sich der Rest halt in Grenzen. Und genau, bei uns gibt es ja so am Nikolaus nichts. Also da stellen wir auch keine Schuhe raus oder so. Und deswegen habe ich gedacht, ist das vollkommen okay. Und habe ihm die Schleichfigur gekauft. Die packe ich aber in Geschenkpapier ein und tue am 6. Dezember einen Zettel irgendwie rein. Und dann kriegt er die Figur. Ja, aber das ist der Inhalt vom Adventskalender. Und das wollte ich jetzt noch schnell machen, weil ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit. Nicht ganz. Ich muss ja dann noch Gassi gehen und ich hole den Philipp jetzt im Moment immer so 14:45 rum ab. Und dann fahren wir ja weiter zum Taekwondo. Und deswegen will ich das jetzt schnell noch machen. Und ja, ich hoffe, dass es klappt. Ich zeige euch dann gleich, ob es funktioniert hat und wie es aussieht. Und ja, drückt mir die Daumen, dass die Fläschchen nicht den ganzen Adventskalender runterreißen. Bis gleich. So, das ist jetzt der Stand der Dinge. Es sind alle da. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so kurz. Ich habe jetzt überlegt, ich hänge das jetzt mal hier an die Wand hin. Ja, und ich müsste die auch mal wieder streichen. Fokussiert das nicht mal mehr, weil es so schlimm aussieht. Jetzt hatte ich Fokusprobleme. Ich habe jetzt überlegt, ich hänge erstmal die Kordel hier hin und mache dann jedes Söckchen einzeln dran. Ja, ich frage mich, wie wir das schon mal hatten, weil wir hatten den schon mal selbst befüllt und ja, wie ich das da damals gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich mir echt immer was dabei gedacht habe und zwar rotes, weißes. Und die roten habe ich auch an ein weißes hingehängt und ja, ich sehe auch, die Mama hat 2 verschiedene Rottöne teilweise genommen. Ja, genau. Ich mache das jetzt mal und ich zeige euch dann gleich, wie es aussieht. Ich bin fertig. Das sieht jetzt so aus. Also 100% zufrieden bin ich nicht. Aber ich habe hier 2 Nägel reingedonnert. Dann habe ich hier noch einen. Hier, hier und hier. Weil man sieht es, glaube ich, die Fläschchen ziehen das schon ganz stark runter. Ich habe ja fast in jedem zweiten eins drin. Sieht man ja immer hier, ne? Und ja, die Nummer 14 fehlt. Da ist mir jetzt leider ein Fehler unterlaufen. Drum sind hier auch gleich 3 rote nebeneinander. Ich habe das nicht bemerkt und ja. Aber jetzt habe ich es halt bemerkt. Und das kann sein, dass meine Mama die hat. Und wenn nicht, ja, mal sehen, wie ich das dann mache. Der Philipp merkt sie aber jetzt vielleicht noch nicht, ich hoffe es, weil falls er es abzählt, dann merkt das. Aber wenn, sage ich ihm halt, dass sie fehlt und dass ich die ihm dann noch hinhänge. Aber das ist jetzt der Stand der Dinge und genau, ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja, jetzt zeige ich mich auch noch mal kurz selber. Ja, ich bin froh, dass es jetzt fertig ist und genau, ich habe jetzt noch 1 Stunde Zeit, es ist jetzt 1, es hat jetzt ganz schön lang gedauert und dann... Ja, ist 2, dann muss ich ja den Philipp holen, wir gehen zum Taekwondo und danach wollen wir noch kurz zum DM, weil der Roy hat ja auch jedes Jahr einen Adventskalender, auch so einen zum selber befüllen, aber anders, den zeige ich euch dann. Und der Philipp möchte gerne mit mir in den DM und für den Roy die Leckerlis aussuchen. Habe ich euch das vorhin schon erzählt? Ich weiß es nicht, wenn, tut's mir leid. Auf jeden Fall fahren wir dann noch in DM und dann wird noch dem Roy sein Kalender aufgehangen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wo. Weil ich habe überlegt hier, aber ich weiß nicht, ob man das sieht, die Wand reißt hier schon. Und ich muss es so hochhängen, dass wenn der Roy alleine ist, dass er nicht auf doofe Gedanken kommt und vielleicht da hochspringt und sich das runterholt oder so. Ja, da muss ich mir noch was überlegen, wo wir den hinmachen. Auf jeden Fall ist er auch hier in der Kiste drin und dann wird dekoriert und ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin irgendwie schon in Weihnachtsstimmung, aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß es nicht, ich habe mir mit dem Philipp mein letztes Deko-Video angeguckt, vom letzten Jahr. Und irgendwie, glaube ich, mache ich es wahrscheinlich einfach wieder so. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und da oben habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so viel Platz, weil da steht jetzt der Drucker mit. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich es mache.
Und basteln müssen wir auch noch was für meine Mama. Und zwar die bei Kick, ich drehe mich mal, bei Kick solche Dinge hier gekauft. Und mal sehen, ich glaube, wir schaffen heute nicht alles, weil es ist einfach zu viel für einen Tag. Vor allem, wenn wir erst gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr wieder daheim sind, dann ist es einfach viel zu viel für einen Tag. Und ja, genau, ich würde einfach sagen, ich melde mich dann gleich nochmal bei euch, später halt, wenn wir wieder daheim sind vom Taekwondo und vom DM. Und dann geht's heiter weiter. Bis gleich dann. Ich habe jetzt mal die ganze Weihnachtsdeko ausgepackt. Philipp? Ja, das ist alles, was ich habe. Den Elch finde ich am schönsten. Da freue ich mich schon, den jetzt aufzustellen. Dann habe ich halt hier ein paar so Schneemänner, die leuchten. Eine Lichterkette. Magst du wieder durch? Und halt wegen so Goldbänder. Das hast du letztes Jahr gebastelt oder vorletztes Jahr. Und Gold angemalt. Ja. Und das hast auch du gebastelt, Philipp. Ja. Und das, aber das ist Baumschmuck. Den tun wir mal wieder zurück. Weil den Baumschmuck habe ich hier drin gelassen. Was das? Das, dann muss dann hingehen. Ja. Das ist auch Baumschmuck. Und das kommt noch an die Fenster. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir schaffen. Und der Rest ist alles für den Baum. Ja. Nein, der Rest ist alles. Da ist auch noch eine Lichterkette, sehe ich gerade. Oder war das die für die Tür? Ich bin gerade überfragt, welche die für die Tür war. Da ist auch noch. Ja. Mal sehen, was daraus wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und der Roy will Hallo sagen. Dann setze ich mal hin, mach mal Sitz, sag mal Hallo. Sehr gut. Jetzt kommt es mir erst. Ich habe euch gar nicht erzählt, dass wir wieder zurück sind. Ich fange an, über Baumschmuck zu reden und Dekozeug und ja, egal. Ja, das ist von der Oma Elsie, das habe ich schon gezeigt. Das müssen wir basteln für sie, ne? Nein, jetzt. Ja, und jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen abgestaubt. Der Philipp hat jetzt mir geholfen aufzuräumen. Wir haben jetzt den Tisch abgeräumt. Mein Adventsgesteck kriege ich morgen. Das hat mir meine Arbeitskollegin gemacht. Aber ich will trotzdem schon mal die Tischdecke drauflegen. Da habe ich einfach die gleiche wie letztes Jahr. Und zwar die hier. Aber da es jetzt schon 4:55 ist, legen wir mal los. Viel werden wir nicht schaffen. Also ich will jetzt hier das Fernsehding dekorieren. Und vielleicht das da oben. Und genau. Ich würde sagen, ich zeige euch dann gleich, wie es fertig aussieht. Bis gleich. So, jetzt bin ich nicht fertig, aber ich habe keinen Bock mehr. Es ist jetzt 10:50 und ja, mir reicht es jetzt schon wieder. Ich bin jetzt so der Deku-Fan. Ich zeige euch jetzt mal so kurz, was ich gemacht habe, aber ich muss auch dazu sagen, ich lasse es jetzt erstmal so und räume dann wieder alles ein bisschen auf. Der Philipp hat jetzt ein paar Sachen ans Fenster geklebt, aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig, sage ich mal. Und die Lichterkette um die Tür kann ich noch nicht machen, weil dadurch, dass ja jetzt der Drucker da oben steht, ist die einzigste Steckdose belegt. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal so kurz, was ich dekoriert habe. Und zwar habe ich hier oben einfach die Eule mit dem Schneeelch ausgetauscht. Der Philipp wollte den Schneemann hier hinstellen. Und hier habe ich so ein schönes Teelichtglas stehen. Da habe ich jetzt mal eine Kerze rein. Die muss ich noch auspacken. Das ist so eine Janky Candle in Vanilla Cupcake. Ja, die werde ich irgendwann mal anzünden, weil ich glaube, die habe ich jetzt schon 2 oder 3 Jahre und wird Zeit, dass die mal verbrannt wird. Dann habe ich hier wieder die schöne Schneekugel hingestellt. Ich finde die voll hübsch. Die macht auch Musik. Und das hat der Philipp gemacht. Den habe ich auch neu gekauft bei Woolworth. Ja, der leuchtet halt so. Und dann hat er hier den Grinch hingestellt, weil wir waren ja gestern im Kino. Und da gab es so Spezialbecher mit Figuren und den kleinen Hund hier. Max heißt der, glaube ich. Ja, das hat jetzt der Philipp hier dekoriert. Und da hat er so kleine Dinger hingestellt. Die gibt es im Moment bei DM. Das sind Handcreme-Döschen. Die fand er so süß, die wollte er haben. Das hat er jetzt, wie gesagt, dekoriert. Und auch hier, da liegt Grace, das gucke ich im Moment. Da bin ich jetzt bei Staffel 11, CD 2, nur so nebenbei. Und hier habe ich meinen schönen Elch wieder hingestellt. Ich finde ihn so hübsch. Und den kleinen Weihnachtsmann. Aber das gefällt mir noch nicht so. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache.
Und da hängt ein IKEA-Adventskalender, der andere steht an meinem Schminktisch. Genau, da oben dekoriere ich, glaube ich, nichts dieses Mal. Und das war es jetzt auch erstmal. Den Weihnachtsbaum stelle ich noch nicht auf. Das ist mir noch zu früh. Und genau. Was mir aber voll gut gefällt dieses Jahr, das zeige ich euch jetzt mal, ist mein Gangschränkchen. Und zwar habe ich da wieder dieses goldene Band und eine Lichterkette hingelegt. Und da habe ich den Elch hingestellt. Ich mache mal Licht aus, dann sieht es voll hübsch aus. Das gefällt mir dieses Jahr voll gut. Ja. Und ja, dann da im Gang. Das muss ich jetzt noch alles aufräumen. Darum höre ich jetzt auf, weil das wird zu spät. Ich muss noch Abendessen machen. Und ja, genau. Und den Reusern Adventskalender wollen wir jetzt da noch aufhängen. Dafür haben wir noch was gekauft. Ich überlege nur gerade, wo wir den hinhängen. Das hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich ihn nicht einfach da hinhänge. Ja, weil da würde er nicht hinkommen, weil da steht ja auch das Regal hier. Und genau, dann würde er da nicht hinkommen. Da lagere ich im Moment so Produkte, mit denen ich unbedingt noch Videos machen will. Zum einen die Bella-Palette, die Hattie-Palette und das Pinselset. Dann habe ich mir noch die zwei Disney-Paletten hier gekauft von Catrice. Ich bin diesen Monat ein bisschen eskaliert, muss ich so sagen, wie es ist. Und ja, das liegt halt da. Und für einen Reusern Adventskalender, was wir da gekauft haben, das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Dazu setze ich mich jetzt aber mal hin. Oh, ich bin ganz krumm. So, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Und zwar, einmal hat der Philipp das hier ausgesucht. Das ist von DM so ein Bio-Fleischstück mit Pude. Und dann habe ich zwei Packungen von denen hier genommen. Das ist jetzt einmal mit Huhn, Pude und Ente. Und einmal mit Rind und Truthahn. Das sind immer 8 Stück und dann dachte ich mir, dann kann man die schön abtrennen und reinstecken, dass sie nicht austrocknen. Und dann haben wir jetzt noch die hier mitgenommen, weil die, ja, die mag er auch recht gern. Die sind, ach, das sind die mit Huhn. Ich dachte, die sind mit Pansen. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und die haben wir noch mitgenommen. Und dann habe ich mir noch eine Sache gekauft auf Empfehlung von der Vanessa. Die fand den nämlich voll gut. Und zwar diesen Pinsel hier von Essence. Ich glaube schon, dass sie den, die fand den voll gut, ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, sorry Vanessa. Und den habe ich mir gekauft. Da gab es noch einen und ja. Der fühlt sich weich an. Schön. Ja. Und der ist halt auch echt hübsch. Und ja, den musste ich dann mitnehmen. Und wenn nur noch einer da ist, dann muss man zuschlagen. Also ja, das setzt irgendwas im Hirn aus, glaube ich. Und da habe ich mir den jetzt noch mitgenommen. Quatsch. ja. Genau, das ist jetzt so der Stand von heute. Genau, ich glaube, ich habe euch heute schon ganz schön viel erzählt. Ja, aber es ist im Moment irgendwie so, keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass es euch nicht stört, dass es euch eher gefällt, dass ich mal wieder ein bisschen aktiver bin. Also auch so und nicht nur einfach ein Aufgebraucht oder ein Foodhaul hochlad. Genau, ich kann euch noch die Verpackung von dem Zeug zeigen. Das sah so aus. Ja, genau. Soft and creamy. So was sind halt eigentlich immer schöne Geschenkideen, ne? Genau. So, ich werde diesen Vlog aber jetzt beenden. Nee, stopp. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Wie ich nämlich jetzt beim Taekwondo war, habe ich schnell die Kommentare beantwortet. Und der Regulator, der guckt meine Videos auch immer, der hat sich halt voll gefreut, dass ich jetzt noch antworte, obwohl das Video, glaube ich, letzte Woche Mittwoch schon rauskam. Und dazu wollte ich noch kurz sagen, ich habe im Moment einfach das Problem, dass mir die Zeit fehlt. Also ich beantworte jeden Kommentar, wenn ich ihn sehe, also über die App oder dann auch am PC. Aber es kann halt im Moment leider einfach auch manchmal ein bisschen dauern, weil ich einfach mit der Zeit halt im Moment nicht so hinkomme. Aber ja, genau, das wollte ich nur noch kurz sagen. Die Zeit ist im Moment einfach zu wenig und ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Ich beantworte aber alles immer so gut wie es geht
Und wenn ich mal was übersehe, dann tut es mir leid, dann ist es auch keine Absicht. Und genau, das wollte ich noch kurz sagen. Jetzt beende ich den Vlog aber wirklich. Jetzt schauen wir mal, ob ich Vlogmas mache. Das überlege ich mir noch. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alle eine schöne Zeit. Tschüss!